und herzlich willkommen meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's euer Fabian und mit dabei ist das gesamte Team um uns. Hallo Leute! Hallo! Na, lange nichts gewesen, aber kommt jetzt wieder. Hoffentlich, habe ich schon öfters gesagt, aber... Ja. We hope it. Aber nicht... Oh, Herr Gamer, Ihr Trecker ist jetzt wieder repariert. Buddy joined your channel. Ja, so ein Tausender. Buddy was moved user to your channel. Tschüss. Ja. Da haben wir mal wieder einen Einsatz. User joined your channel. Oh Gott, gerade eine Schwierigkeit. Hey, nachts um 21:44 Uhr, was soll das? Haben wir denn schönisch? Ah, oh, das ist ja. Ja, Garagenbrand, yes, ist ne. So, der rückt aus. Hi, Mathis. Der. Moin, moin. Ups, der Erwin nicht. Der hier. So, wo ist das denn? Bei den Höfen 5. Fabian, wo genau? Das frage ich mich auch. Reifeisen. Bei den Höfen. Da bei der Reifeisen. Ja. 12:44 an Leitstelle. Wer ist unsere Leitstelle? What? Leitstelle hört. Wir rücken aus zum Feuer 3 Garagenbrand. Ja, bitte beim nächsten Mal drücken Sie nur die 3 und keine Ausfahrt melden, bitte. Ja. Ich hätte da mal eine Frage, wie heißt der, das Fahrzeug von der Wache 2? VRW und LF10 oder LF20? LF10 oder LF20? Aber ich finde den nicht. LF8. Oder ist das der falsche? Nimm doch jetzt einfach irgendwen. Ja gut, also... Ich hab jetzt gar keinen genommen. Ja, die Garage brennt schon ziemlich, Halleluja. Ich lasse meinen Angriffstrupp, ja, schneller aber, voraus. Aber nur von außen erstmal. Ja. Erstmal nur von außen, solange wir keine weiteren Personenschäden wissen, dann... Ja. So, wer ist denn, von Ihnen der Hausbesitzer? Einmal bitte Schnellangriff aufbauen und anfangen zu löschen. Ja, okay, ist da noch eine... Sind da noch welche drin im Gebäude, in der Garage, oder ist da keiner mehr drin? Ja, okay, wenn da keiner mehr drin ist, vielen Dank. Also, weitere Lage, erstmal, es sind keine weiteren Personen im Gebäude drin, also wir können sofort den Löschangriff starten, aber wir sollten versuchen, dass das Feuer nicht aus Gebäude übertritt. Haben wir die Drehleiter schon dabei? Bis jetzt ist die Drehleiter noch nicht vor Ort. So. 12:43 an Einsatzleiter kommen. Ihr zwei. Oder eher gesagt, du fährst als erstes Wasserversorgung hinten an der Straße. Kannst du auch erstmal stehen bleiben, bis ich fertig gesprochen habe. Danke. Du fährst komplett am LF16 TS vorbei. Vorne an den Hof. Dort haben wir den nächsten Unterflöhe-Rand. Damit baust du eine Wasserversorgung bis zum LF-16 TS auf. Marsch! Wir können das LF-16 TS auch an den See stellen. Du, Teufel, bleibst erstmal hier. Stellst dich hier vorne ein Stück weiter hin und baust die zweite
baust Wasser auf, dass das euer, dein Trupp, dein Angriffstrupp geht auch zum Löschen des Gebäudes vor. So, das wollte ich sagen. Jo. Also, ihr. Also trotzdem noch Wasserversorgung aufbauen. Ja, hallo. Ihr müsst das Wasser von hinten holen und eben Platz für die Drehleiter machen. Ihr holt das Wasser bitte vom Teich bei eurer Wache. Vom Teich ganz da hinten. Oder vom nächstgelegenen Bohrbrunnen da hinten an der am hier im Reifeisen, stimmt, der ist besser. Holt euch da das Wasser weg. Ja, gut, machen wir. 12:43 so, 1 an Einsatzleiter. Sofort kommen. Sofort positionieren an der Einsatzstelle gleich, nachdem der LF an ihn vorbei ist. Ja. 12:43 1 an Einsatzleiter. Ja, 12. Hey Fabi, der Motor 43, läuft 1, kommen Sie. Ja, wir haben mal eine Frage, und zwar, wo ist der Hydrant? Wir finden hier keinen. Komm. Der Hydrant... ich komm gleich, ich zeig dir gleich. Das ist mir, Korber, egal, das ist der Hydrant... Mirko. Das ist der Hydrant am... auf der Ecke, auf der Kreuzung, beim Hof. Müsste der direkt sein. Ja, wir gucken mal nach. Ende. Mirko, weiter vorne rechts hier. Wo ist denn der Gruppenführer vom LF 1245-1? Das müsste wahrscheinlich ich sein, ne? Ja. Nein, Teufel. Ding, ich habe mich hier ins LF 8 eingeloggt. Ich zwar in mein Fahrzeug? Nein, wir haben uns alle falsch eingeloggt. Bis ich habe gar keinen Funkstatus, also von dem her bin ich 244-1. Komma 1245-1. Leute, ihr macht da was falsch. Mach das Licht aus, das sieht schäbig aus, weil das falsch ist. Also, ich sag mal so. Mathis, du machst DEK 23. 12, ich bin gerade LF16TS eigentlich, also von dem her. Ja. Auf jeden Fall, es muss auch noch ein Fahrzeug die Wasserversorgung zur DLK aufbauen. Das macht das LF16TS mit der Pumpe. Ja, vorne. Wunderbar, schön. Ja, was liegt an? Hä? Wir finden den Hydrant immer noch nicht. Mirko, steig aus dem Fahrzeug aus, ich komme. Suchst jetzt richtig. Also, Hydrant? Zuschauer, nicht wundern, wir haben noch ein bisschen. Das KY-Programm wurde ziemlich gut überarbeitet. Keiner weiß mehr, was ist. Weil wir ziemlich viele Fahrzeuge dazu bekommen haben. Doch, es wissen noch Leute, was ist. Nur es sind auch noch einige Fahrzeuge nicht eingetragen. Dann Mirko, tu einfach so, stell ihn einfach an den See. Oder an den Fluss, der Unterflurhydrant. Das andere sind hier normale Hydranten. Mirko, stell dein Fahrzeug hier und ich kümmere mich um die Wasserversorgung. Ja. Fahr du an die Position und versorg du gleich die Drehleiter mit Wasser. Ja. Ja, ich stehe hier jetzt wie ein angegossener Pudel. Haha. So, Maschinist LF16TS an Gruppen, an Einsatzleitung. Einsatzleitung hört. Die Wasserversorgung wurde oder wird aufgebaut. Wir fahren jetzt zur Drehleitung und zum weiteren Fahrzeug an. Ja, das ist verstanden. Das LF 10 1245 2 geht jetzt mit einem Angriffstrupp unter PA zur Wasserversorgung an die Drehleiter angeschlossen. Drehleiter zur Löschung mit Wasser am Monitor. Das können Sie machen, wenn Sie einen Sicherheitstrupp sicherstellen. Das ist positiv, wir haben Sicherheitstrupp hergestellt. Wir gehen ins Innere der Garage. Ja, das ist verstanden. Falls was passiert, wir sichern von der Drehleiter aus ein bisschen. 12:43 1 an Einsatzleiter kommen. Einsatzleiter hört. Frage, sollen wir mit
Sollen wir helfen? Also sollen wir zur Brandbekämpfung mit? Wirken? Ja. Ja. Mit einem Angriffstrupp zum Löschangriff ins Gebäude vor, aber bitte Sicherheitstrupp sicherstellen. Ja, 1243, ganz verstanden. Eine Drohne. Über uns, eine Drohne. Wo? Ja, die. Das ist wahrscheinlich filmt, die Presse. Die filmt gerade das Ganze von oben. Die schönen Schlauchleitungen, die hier verlegt wurden. Das ist wahrscheinlich die Presse. Ja, ja. Ich weiß, wen ihr meint. Erster Angriffstrupp von 11.10, 12.45.2 an Einsatzzeichen kommen. Hört. Ja, wir sind jetzt aus Feuer raus, aus Grund, wir haben nicht mehr genügend Sauerstoff. Bitte schicken Sie einen anderen Angriffstrupp vor. Ja, das ist verstanden. Tauschen Sie bitte mit dem Schlauchtrupp von Ihrem Fahrzeug aus. Leitstelle von 12F1 kommen. Leitstelle hört, kommen Sie. Ja, folgende Lage von der Einsatzstelle: Feuer. Feuer größtenteils bekämpft, Nachlöscharbeiten laufen. Feuer ist nur noch innerhalb der Garage. Gebäude ist nicht betroffen. Von innen hat das Gebäude nicht mehr gebrannt, von außen hat es ein wenig Brandschaden und das Dach vom Gebäude wurde gleichzeitig mit abgedeckt. Wer hat da nicht mehr genug Sauerstoff? Totmann-Melder. 12431 an Einsatzleiter kommen. Ja, hört. Ja, wir hören von dem Angriffstrupp, von einem Angriffstrupp, das Atemschutzgerät kommen. Sollen wir den Trupp retten kommen? Ja, das 16. TS. Sofort zur Rettung vor. Mit. Ja, ist verstanden. So. Huckepack und los. Huckepack. Nein, über Schulter und los. Hier ist ein Dachbalken runtergekommen. Ja, geht's? Braucht ihr einen Rettungswagen? Ja, wäre schon nicht schlecht. Ja, für mein Bein. Ist unterwegs. Ja. Ist unterwegs, ja. Leitstelle an. Einsatzleitung kommen. Benötigen dringendstens einen RTW. So verstanden, Rettungswagen ist zur Einsatzstelle unterwegs. Ja, setz dich bitte auf dein Fahrzeug erstmal so lange. So, bis der RTW eingetroffen ist. So, Nachlöscharbeiten sind erstmal abgeschlossen. Ey Fabi, wir brauchen echt mal einen Atemschutz-Gerätewagen. Meinst du so ein GWL oder so in der Art? Ja, GW Atemschutz am besten. Hätte jetzt auch WLF sagen können, aber was wollen wir mit einem WLF? Genau, was wollen wir mit einem Gerätewagen Atemschutz? Echt jetzt? Naja, wir haben ja gerade gesehen. Also wir haben auf dem Fahrzeug 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sind wir schon bei 12. Auf der Drehleiter sind nochmal 2. Auf dem sind nochmal 2. Und wir haben ja überall noch mindestens 4 Ersatzflaschen drauf. So, da das Feuer jetzt aus ist, würde ich sagen. Ja, dann kommen Sie mal mit, bitte. Da das Feuer jetzt aus ist, unser der Rettungsdienst die zwei verletzten Kollegen behandelt und jetzt nicht mehr viel zu machen ist, jetzt nur noch ein paar Kontrollen laufen, würde ich sagen, war es das von der Einsatzstelle. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Haut rein und ciao. Tschüss.